um Chlorine zu holen. Ich bin bei den Solarpanelen. Ja, ich sehe dich. Ah, da hinten bist du. Oh, ich komme zu dir. Hey, wir haben uns endlich wieder gefunden. Nach so langer Zeit. Hey. Dann fliegst du einfach über mich drüber. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Pox und das hier ist Osiris New Dawn und ich bin nach dem letzten dummen Tod wieder zu Hause in unserer Basis. Roleplay wartet drauf loszulaufen. Ich laufe schon und ich orientiere mich gerade jetzt erstmal an der Latitude. Versuche hier auf minus 8,2 zu bekommen. Ja, 8,1, 8,2. Und die Longitude wäre dann die 17. Da steht nämlich unser Forge. Oh, hier sehe ich gerade das Skelett von dem Würmchen. Pox, hast du das vernichtet? Ja, das war ich. Ich habe ein bisschen gepupst und dann war es kaputt. Okay. Sieht von der Weite aber aus wie so ein Langhals-Dinosaurier irgendwie. Ja. So, also bei mir sieht man jetzt die dritte Folge in Folge. Die dritte Episode in Folge, so. Das ist ach, da hinten was. Sind die Dings da, Booms da. Wie heißen sie? Was denn? Die Solardinger. Ach so? Die habe ich jetzt nicht gesehen. Guck an. Box, du musst deine Reichweite auch weiter einstellen. Ja, weiß nicht. T. So, minus 7,2 habe ich jetzt. 7,6. Jetzt muss ich dann nach Osten, nur nach Süden ne? Laufen. Ne, jetzt muss ich nach Osten. Nein. Doch. Nach Westen. Ne, nach Osten. Ich brauche ja Minus. Ah, ne, stimmt. Nach Westen. Ne, hä? Westen. Ja, Westen. Tatsache. Okay. Nein, warte mal. Was ist deine untere Koordinate im Moment? Ich habe da hinten ein Gebäude gefunden. Immer. Was ist deine untere Koordinate im Moment? 3. 3. Dann musst du Richtung Osten laufen, um sie zu erhöhen. Nee, ich muss doch... Egal, das ist gerade egal. Weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe da Gebäude gefunden. Wo denn? Ich habe ein Lager gefunden. Auf 3, oder was? Ja. 8, 3. Okay, warte, dann komme ich da hin. Minus 9 und 1. 1. Ja, ich habe ein Lager. Ich habe echt ein Lager. Ja, warte, da komme ich hin. Das gucken wir uns an. Vielleicht finden wir da Diamanten. Von wem ist das Lager? Und, man muss dazu sagen, ich habe meinen Helfer dabei. Deswegen, vielleicht sterbe ich diesmal nicht gleich direkt. So, der Crawler hat sich erledigt. Wie der Crawler? Ach, da hat ein Crawler patrouilliert. Ach so. Okay, ich bin jetzt da. Ja. Was wäre das übrig für mich? Ich brauche noch ein bisschen. Bin aber auch gleich da. Ich habe eh keinen Platz zum Sammeln. So. Dann musst du auf mich warten. Das war mal eine komplette Basis. Okay. Sicher, dass es nicht meine war, aus vom letzten Mal? Ja, ist klar. Komm klar, Junge. Kann ich die mit einem Multitool reparieren? Nee, ne? Schade. Nee, aber die Kisten und sowas kannst du plündern, oder? Also kannst du reingucken. Nee, aber hier sind keine Kisten. Hier ist ein Feld drin. Hier ist nichts zum Plündern, ne? Ist es dann vielleicht gar nicht notwendig, wenn ich da jetzt zu dir laufe? Ja, vielleicht möchtest du aber deinen Zuschauern auch zeigen. Ja, möchte ich, klar. Da ist ein Satellit. Den gucke ich mir jetzt auch noch an. You are starving. Oh nein. Was verhungerst du jetzt, oder was? Ich hoffe mal nicht. Ah, ich habe ja Notration. Dabei. Gott sei Dank. So, jetzt bin ich bei dem Satelliten. Also ich bin jetzt bei minus 11 und 0,2. Ich muss ja minus, okay. Ne? Ja, ich sehe die Solarpanels schon. Du siehst die Solarpanels? Ja. Die waren da.
Endlich hat die Erkundung mal ein bisschen was gebracht. Aber was bringen jetzt die Solardinger? Kannst du nichts dran machen, Nene? Nee, das haben wir letztes Mal schon. Okay, komm zu den Solardingern. Ja. Bin auch fast da. So. Drei Folgen, wo wir echt jetzt hier hintereinander es da machen. Ja, vor allem, wo wir wirklich Sachen entdecken. Also, wir wissen jetzt, wo Chlorine ist zumindest. Es ist jetzt auch nur noch eine Einfolgentour sozusagen, um Chlorine zu holen. Ich bin bei den Solarpanelen. Ja, ich sehe dich. Ah, da hinten bist du. Oh, ich komme zu dir. Hey, wir haben uns endlich wieder gefunden. Nach so langer Zeit. Hey. Dann fliegst du einfach über mich drüber. Muah. Muah. Okay. Zeig mir das Lager. Ich hab's, glaube ich, schon gefunden, oder? Ja, einfach in deine Richtung weiter. Ich versuche Richtung Lager weiter, ne? In unser Lager? Nee, in das von Hirnsturz. Ach so, guck mal rein. Der hat bestimmt gute Sachen da liegen. Können wir mal plündern, können wir mal raiden. Wäre vielleicht bestimmt auch interessant gewesen, wenn wir auf dem öffentlichen Server gespielt hätten. Da wären wir jeden Tag raided worden. Ja. Ach, hier unten ist noch meine Satellitenschüssel, okay. Ja, und dahinter kommt dann das Lager. Aber dann haben wir doch, wir waren doch beim letzten Mal, war ich auch der Meinung, waren wir hier. So, jetzt, bevor ich mich gleich wieder töte, ich laufe jetzt ganz vorsichtig, ohne Shift-Taste zu drücken. Das ist das erste Spiel, wo man sich aktiv töten kann. Ja, aber weißt du, beim Laufen, ne? Sport ist Mord. Ja. Ja. So, minus 10, 8,4. Komm doch so langsam in die Richtung, ja. Langsam. Ja, hast du nur noch 6 Felder zu laufen, ist nicht mehr weit dann. Mhm. Yeah, okay, ich habe jetzt die Schüssel gefunden und jetzt gucke ich mal, ob ich das Lager noch finde. Ah, hier ist es. Also so kann uns das auch aussehen, nur halt, ja. Vielleicht in komplett und ganz. Ja, das ist natürlich Grundvoraussetzung, ne? Coole Sache, aber die haben auch nur ein... hier ist das. Alter, wo sind wir denn dann, Delanke? Überleg mal, wir sind dann komplett eigentlich... Wir sind in die entgegengesetzte Richtung gelaufen von jetzt. In diesem Kreis sind wir gelaufen, ja. Aber sowas von in dem Riesenkreis, also ganz im Ernst, ja, selbst seine Mutter ist nicht so fett, dass sie um so einen Kreis laufen muss, ne? Alter. Gib doch diese Mutterwitze da. Deine Mutter ist so fett, wenn die über den, wenn die am Fernseher vorbeikommt, habe ich 5 Episoden verpasst. Weißt du, was du meinst? Ja, also nicht persönlich jetzt gegen deine Mutter, ne? Also nein, alles gut, alles gut. Gleich hier festhalten, liebe Leute, ne? Ich hab nichts gegen Pock, seine Mutter. Nichts Effektives, nein, ich kenne sie nicht mal mehr. Nicht mal mehr. Ob du sie schon gekannt hättest. Also hier ist definitiv alles komplett kaputt. Kennst du eigentlich Stifler? Ja, ja. Nein, komm hör auf. Du bist der Stifler, ich bin der Finch. Rest kannst du dir denken. Okay, die hatten auf jeden Fall einen richtig großen Hangar und ich habe das Problem... Ich werde mich jetzt gleich... Bist du schon zu Hause, oder? Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich werde mich jetzt gekonnt auch nach Hause teleportieren. Und er ist schon wieder gestorben. Eine weitere Runde Trauer. Ich bin zu Hause. Habt ihr gut geschlafen? Das kann ich in die... dieses Ding hier rein und kann endlich das machen, was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Was wollen wir denn machen? Die Ressourcen dafür verarbeiten? So. Ja, ja, klar. Dass wir halt an den nächsten Tisch kommen. Was ist denn der Art? Ach nein, wir wollten ja einen Oxygen. Kapok, Oxy. Gold, Lithium, Plastik. Lithium. Plastik, Oxy. Ach nee, stimmt halt. Was brauche ich denn dafür? Furniture. Oxy Generator. Ach du Scheiße. Aluminium. Circuit Board. Titanium und Wire. So, ich habe
Für Wire fehlt uns Rubber. Rubber können wir machen, hier am Chemistry Table. Okay. Plastik und Gold. Rubber brauchen wir nämlich nur Hydrogen und Chlorine. Ja gut, aber ich habe keinen Rubber, ne? Ja, aber das kannst du herstellen. Aus Hydrogen und Chlorine. Deswegen brauchten wir ja Chlorine. Aber wir haben kein Hydrogen. Ja, das kann ich holen. Müssen wir aber erstmal das wieder herstellen, die Barrels. So. Ja, wie wär's, wenn du schnell eine Barrel craftest? Wie denn? Hier ich draußen eine neue? Mach du doch schnell. Okay. Ich guck so lange hier Carbon. Aber warum haben wir hier drin eigentlich? Ich pack das hier mal rein, komm. Plastik haben wir hier draußen noch in der Kiste. Lithium packe ich jetzt in den anderen rein. So, oh, jetzt habe ich erstmal wieder Platz, ey. Ich fühle mich gleich viel leichter. Wo können wir eigentlich das Alienfleisch zubereiten? Es gibt später einen Ofen. Boah, bin ich jetzt gerade vor dir erschrocken. Ich bin gerade vor meiner eigenen Drohne erschrocken. Ich dachte gerade, Alter, was ist denn das? So. So, Alien Meat. Haben wir jetzt 8 von 8. Jetzt trinke ich mal ein bisschen was. NTR war Nahrung, oder? Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. So, da bin ich jetzt wieder voll. So. Das, Hover Fuel muss ich auch irgendwann mal wieder auftanken. Batterie auch. Ja, ist eine gute Frage, wie man das macht halt dann, aber noch haben wir. Noch können wir so mal sterben. Das wobei ist deine. Mein Opa ist wahrscheinlich jetzt wieder weg. Ah nein. Okay, er hat den. Na gut. Dann laufe ich jetzt mal zu dem Dings hin. Schauen wir mal, ob wir das die Folge noch hinbekommen, aber das sollten wir eigentlich. War jetzt nicht so weit weg. Was? Das Hydrogen. Der Wasserstoff. So, jetzt fällt mir endlich der deutsche Name dafür ein. Warum meinst du da hinten hin, wenn das da vorne ist? Ich bin wieder falsch gelaufen, da gibt's zu. Ganz falsch. So. Ah! Rechts an dem Berg vorbei. Ich wäre schon wieder fast in die roten Dings gelaufen. Du hast echt ein Können dafür, oder? Ich habe ein absolutes Selbstmordrisiko auf diesem in dem Spiel. So oft habe ich mich bei Starforge nicht umgebracht und da haben wir uns Schlachten geliefert gegeneinander. Ein kleiner Scharmützel. Also Hydrogen ist ja wirklich um die Ecke. Wenn wir das mit Chlorine vergleichen. Ja. Hier ist ja auch Titanium und alles. Ja. So, Carbon müssen wir noch haben, oder soll ich das auch noch mitbringen? Ach komm, ich bring's mit. Das bring ich doch mit. Wieder? Ich bin auch hier. So. Weil ich mir dachte, nehmen wir mal hier noch ein bisschen Carbon mit. Ja, ja, das Gold können wir auch mitnehmen, das brauchen wir auch gleich noch. Ja klar, Gold brauchen wir auch, das ist richtig. Also unsere Hämmer, unsere Geologenhämmer sind eigentlich ganz schön gut. Wenn man so überlegt, wie schnell die was abbauen können. So, jetzt möchte ich aber mal wissen, ist hier noch irgendwas hinter dem Berg? Was wir vielleicht übersehen haben. Außer eine riesengroße Wüste. Naja, das Chlorine spawnt wirklich nur an 4 Punkten. Was ich ein bisschen blöd finde fürs Early Game, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Oder sind nur die 4, die bisher entdeckt wurden? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß auch nicht, wie groß die Welt ist, wie weit das in beide Richtungen geht. Richtig, das ist es ja.
gucke auch hier gerade extra mal lang. Nee, hier ist weiter nichts, nee. Hier ist nur eine riesengroße Wüste, wo wir durchgelaufen waren. Ja. Und dann wieder in einer anderen Richtung rausgekommen sind. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen, ne? Man kommt irgendwie jedes Mal von einer anderen Richtung wieder zurück. Keine Ahnung. Nee, kann ja eigentlich auch nicht sein. Das ist mein Umpa, was da vorne sich so dreht. Nein, das ist deiner. Das ist meiner schon wieder verloren gegangen wahrscheinlich. Ja, ich habe ja meinen da zum Sammeln geschickt. Sammeln? Einer dreht sich hier in den Kisten. Was meiner? Ja, und weiß nicht so wirklich, was er tun soll. So, ich leg das mal ins Inventar und dann die zwei Hydrogen-Dinger. Ach, die lege ich dir auch ins Inventar. Weil, wenn du mal auf die Uhrzeit guckst. Ja, ich hab's gesehen. Leg das mal in die Essenskiste mit rein, ist ja egal. Ich möchte jetzt erstmal doch den Beacon hier endlich mal haben. Den habe ich doch hier. Ja. Ich weiß nur nicht genau, wie ich den letzten Mal verwendet habe. Was macht der Schatten hier? Das macht mir Angst. Ich möchte ihn doch ownen. Own ihn! Customize. Toll. Nee, ich glaube, einstellen. Mit der Map. Oder irgendwie so draufklicken. Ja, hab ich auch schon gemacht. Bei mir war er letztes Mal dann einfach da. Ich bin ja, richtig, bei mir auch, aber diesmal irgendwie nicht. War gar nicht. Was ist es ja? Linke Maus, das ist Spawn Point. Ja, super. Naja, gut. Safe Point kriegt er auch nicht rein. Ihr könnt mir aber in die Kommentare schreiben, was ich falsch mache. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal hoffen wir mal, dass wir dann endlich hier unseren Oxygen Generator hinbekommen und was will der jetzt von mir? Also ich sag schon mal in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.